It's Cowtime im Vegan Podcast. Und was es mit der Kuh auf sich hat, das erfährst du jetzt. Genau. Vor rund 10.000 Jahren begann die wohl engste Symbiose, die es bis heute noch in der Säugetierwelt gibt. Und zwar hat sich der Mensch das Rind zu eigen gemacht. Und durch dieses jahrtausendlange Zusammenleben haben sich Mensch und Kuh bewusst oder unbewusst angepasst und angenähert. Also Mensch und Rind haben sich maßgeblich durch dieses Zusammenleben und den Einfluss des anderen verändert. Das heutige Hochleistungsrind ist ein Resultat aus jahrtausendlanger Züchtung und Manipulation durch den Menschen. Die Kuh ist heutzutage nur noch eine effiziente Maschine zum Verwandeln von Gras in Milch und Fleisch. Doch welches Schicksal die meisten Tiere oder wirklich fast alle Tiere teilen und was sie erleiden müssen, das verdrängen die meisten und wissen es gar nicht. Und ich glaube, da werden wir heute Abhilfe schaffen. Lieber Zuhörer, schön, dass du auch heute eingeschaltet hast zu dieser Session im Vegan Podcast. Hier ist wieder dein Christian, dein Mr. Broccoli. Schön, dass du da bist. Und du bist heute in der Education Session des Vegan Podcast. Und wir haben heute die Lena von It's Cowtime zu Gast, die eben auch jetzt schon über diese Symbiose der Kühe berichtet hat und was Kühe heute eigentlich sind. Auch wenn das ein trauriger Anlass ist, erstmal ein Happy Welcome, liebe Lena. Hi. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier quasi auszusagen über das Leben der Kühe. Und du, lieber Zuhörer, lernst heute, was es, ja, viele, viele Einblicke in das Leben der Kühe, warum Lena sich mit dem Thema der Kühe so ausführlich befasst und auch, was du mit ihrem Projekt, dem Kalender, Gutes davon hast und vor allem Gutes tust, das erfährst du im Laufe dieser Episode. Und ich würde jetzt sagen, Lena, stell dich doch einfach mal richtig vor und erzähl die Geschichte zu Ende. Ja, also ja, mein Name ist Lena, ich bin 28 und ich habe eine Ausbildung zur Fotografin gehabt und habe Kommunikationsdesign studiert. Und Kühe begleiten mich eigentlich schon seit ich 12 bin, aber da vielleicht auch später dann mehr, wieso, weshalb, warum. Und mein Projekt It's Cowtime soll genau denjenigen Tieren, also von denen ich gerade erzählt habe, die eben diese schrecklichen Schicksale durchmachen müssen und erleiden müssen, eine Bühne bieten und eben Aufmerksamkeit auf sie richten. Und eben den Leuten, die wirklich immer nur täglich ihr Stückchen Wurst, Fleisch oder Käse essen, wieder das Tier, was dahinter steckt, zeigen und sie auch wieder daran erinnern. Und genau, also ich erzähle Geschichten von, also ich erzähle sie nicht, sondern sie sind wirklich passiert, diesen Tieren, weil alle Kühe, die ich zeichne, die gibt es wirklich. Und da gibt es eben so Geschichten wie die Geschichte von Gisela. Gisela ist eine Milchkuh gewesen, die 2012 zusammen mit ihrer Leidensgenossin Penelope nach Hofbutenland gekommen ist. Für alle, die es nicht wissen, Hofbutenland ist ein Kuhaltersheim oben auf Butjading, wo wirklich die Tiere einfach nur Tiere sein dürfen, ohne jeglichen Nutzen und ohne alles. Und genau, sie hat zum Beispiel über 14 Kälber in ihrer Zeit gebären müssen und hat nie irgendein Kalb davon wirklich großziehen oder erleben dürfen, weil das wird ja in der Milchindustrie generell so gemacht, dass das Kälbchen direkt nach der Geburt von der Mutterkuh weggenommen wird. Und sie ist wirklich, ihre Augen wurden blind geprügelt, ihr Schwanz und ihr Körper und ihre Seele wurden wirklich gebrochen. Und sie hatte dann das Glück, noch 2 Jahre auf Hofbutenland ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen dürfen und hat dann durch Mathis, den Sohn von Dina, wirklich nochmal ein Kälbchen mit erleben dürfen und mit haben dürfen. Und Wow. genau, solche Geschichten. Solche Und das. Geschichten bringen natürlich jede Menge Gänsehaut. Auch bei mir merke ich das jetzt. Und ich finde es immer wieder ein bisschen erschreckend, wie weit wir tatsächlich von diesem ganzen Thema entfernt sind, weil wir ja auch wahrscheinlich gewollt eben nur noch das Endprodukt sehen, was dann im Supermarkt liegt und unsere Kinder auch teilweise gar nicht mehr wissen, wo kommt das her und ja, wie ist es gehalten etc. Fangen wir mal ein bisschen von vorne an. Wie kamst du denn zu dieser Geschichte und vor allem eben auch, dass es jetzt so deine große Leidenschaft geworden ist? Weil viele werden ja, sehen ja dann quasi auch dieses Leid und kämpfen dann dagegen, beziehungsweise werden dann vegan.
Klar, das ist ja auch eine Folge, aber dass sich jeder so wie du engagierst, ist ja dann erst selten. Ja, also bei mir ist es wirklich mit den Kühen, das hat angefangen, also ich bin auf dem Land groß geworden, ich war als Kind oft im Stall mit und habe mit den Kälbchen gekuschelt und alles. Und mit 12 Jahren hat es angefangen, dass, also wir machen so Alter, ne? Das ist, sich Briefe schreiben gegenseitig und meine beste Freundin hat mich dann irgendwann Knutschkuh genannt, weil ich mal Knutsch drunter geschrieben habe. Und dann hat das so angefangen, so wo ich so das erste Mal wirklich aufmerksam geworden bin auf Kühe und dachte, oh, Kühe sind echt cool und warum eigentlich Pferde, warum nicht Kühe? Und genau, und das hat mich dann einfach so begleitet. Und als ich dann nach der Ausbildung 2012 ein halbes Jahr in Berlin gelebt habe, war ich da dann und dachte, ja, irgendwas vermisse ich. Und dann habe ich gemacht, ja, die Kühe. Und dann habe ich eben angefangen, diese kleine Stickerkuh zu machen und einfach Kühe in der Stadt zu verteilen mit dem Sticker, um mir ein Stückchen Heimat wieder noch zurückzuholen und mal Kühe in die Stadt zu bringen. Und genau, so hat das angefangen mit It's Cowtime, also mit dem Projekt. Und mittlerweile ist es dann wirklich so, dass ich fürs Kommunikationsdesignstudium in Bielefeld auch eine Mappe machen musste, die natürlich auch voller Kühe war, beziehungsweise das Thema war Kuh. Welche Und Überraschung, gell? ja, Surprise. Und eben durch diese Mappe habe ich mich auch nochmal mehr mit der Tierhaltung auseinandergesetzt und habe dann gemerkt, so, ey, das ist überhaupt nicht in Ordnung und warum habe ich da nicht früher drauf geschaut? Und ja, dann habe ich für ein Safran Tiere essen dazu gelesen und dann ja, war es von einem Tag auf den anderen für mich wirklich vorbei. Habe ich gesagt, ich kann kein Fleisch mehr essen. Und dann 2 Tage später habe ich gesagt, hey, wenn du konsequent sein willst und wirklich dieses Leid nicht unterstützen willst, dann hörst du generell auf, Milchprodukte und Eis zu essen und lebst vegan. Du hast ja im Moment Und ein, du hast ja gerade eben ein sehr, sehr bekanntes Buch genannt, Tiere essen. ja. Kannst du uns da quasi so mal drei, vier deiner Erkenntnisse, also diese wesentlichen Erkenntnisse, die dir absolut im Kopf geblieben sind, aus diesem Buch mitteilen? Ja, also es ist schon lange her. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis, aber ich weiß, wie gesagt, das war wirklich so für mich die Entscheidung. Und also für mich war wirklich gerade das mit den Kühen interessant, weil ich habe da vorher nie blauäugig nie drüber nachgedacht. Ich habe eine Mutter als Biologin, meine Mutter hat immer gesagt, ja, schau drauf, dass sie aus einer guten Haltung kommen und alles und so. Und ja, aber dann, als mir so klar wurde, wie diese Tiere wirklich gehalten werden und wie wenig Platz sie haben und dass ihnen die Kälbchen direkt weggenommen werden, dass sie Euterentzündungen bekommen wegen der Überproduktion. Und auch mir war es wirklich, ich habe da ja, man denkt ja, viele denken ja immer so, ja, eine Kuh gibt halt Milch, aber dass eine Kuh wirklich ein Kälbchen dafür bekommen muss, weil ansonsten würde es ja keine Milch geben, ist ja eigentlich total logisch. Aber das habe ich irgendwie vorher auch nicht so gerafft, wo ich dann echt dachte, so wie doof bist du. Was ist da los? Warum war dir das vorher nicht klar? Es hat Also, ja dass auch was mit dieser Entkoppelung zu tun, die wir ja quasi von der Natur gerade erleben, dass wir auch da quasi unseren Kopf ausschalten und gar nicht mehr groß nachdenken, ja, wo eben die Sachen herkommen, ne? Und auch nicht hinterfragen, weil es kostet ja natürlich dann auch viel Energie und ich möchte mich natürlich eben auch nicht mehr so, also da ist ja auch der Spruch, Unwissenheit ist ein Segen, ne? Also ich denke, da werden sich viele damit assoziieren können, ne? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, für mich war das wirklich eins der Augenblicke, wo ich so dachte, so, ey, du bist mit all dem groß geworden. Ich weiß, ich bin in Biologie immer also gut gewesen. Meine Mutter hat mir ja immer alles erklärt und ich war über. Aber dann dieses so, wie blind konntest du sein? Also wirklich. Und dann diese Überproduktion und alles. Und dann war das für mich wirklich gegessen. Weißt du auch noch auswendig, wie viele Eiterzellen, wie Millionen Eiterzellen pro Liter Milch erlaubt sind? Oh, ich, nein. Es sind ein paar Millionen, wir können die genaue Zahl mal reinschreiben. Also das muss man, ich sag bewusst man oder du, lieber Zuhörer, sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn du noch Milchprodukte isst, dass du da Millionen an Eiterzellen, die die Kuh eben an ihrem Eiter hat, dann täglich da eben auch mit trinkst und mit isst. Und die auch Genau. teilweise ja nicht gerade gute für uns sind. Nein, auf jeden Fall nicht. Was kann jetzt denn der Zuhörer quasi tun, wenn er jetzt sagt, hey, das hat mich jetzt oder das berührt mich jetzt schon und ich möchte dich, liebe Lena, unterstützen. Du hast von deinem Kalender erzählt.
Was gibt es, also bitte stell deinen Kalender vor, und was gibt es über dies, wo du unseren Zuhörern mitgibst, hey, wenn du noch Fleisch isst oder wenn du noch Milchprodukte zu dir nimmst, bedenke mal dies. Ja, also genau, also der Kalender, da kurz zur Entstehungsgeschichte, also weil es hat, wie gesagt, angefangen nur mit diesen Stickern, und der Kalender ist dadurch entstanden, dass eine Freundin von mir eben den Flyer von Hofgutenland mir mitgebracht hat, weil jeder hat mir immer irgendwas mit Kühen mitgebracht, so, hey Leda, guck mal, da sind Kühe drauf, weil ich war irgendwann nur noch das Mädchen mit den Kühen, auch an der FH dann, und dann hatte ich halt ein Semesterprojekt und ich habe einen neuen Kalender gebraucht und ich habe gedacht so, hey, ich studiere Kommunikationsdesign, ich kann mir meinen Kalender doch selber entwerfen. Und dann habe ich mir eben noch gedacht so, ja, warum mit meiner Arbeit eben nicht Arbeit unterstützen, die ich gut finde, eben die von Hofbutland, von Karin Mück und Jan Gerdes. Und habe dann eben denen einen Brief geschrieben, habe ihnen erklärt, hey, ich würde gerne einen Kalender machen mit euren Kühen, mit Zeichnungen von euren Kühen, die ich mache, und mit den Geschichten drin, und eben gleichzeitig durch meine Arbeit eure Arbeit unterstützen, indem ich eben dann vom Verkauf das Geld spende an euch. Und so ist dieser Kalender entstanden. Und mittlerweile habe ich jetzt gerade den vierten Kalender dieser Art in den Druck geschickt. Und den kann man natürlich kaufen und dadurch eben dann Hofbutenland und unterstützen, also die Arbeit von Karin und Jan. Und weil 40% vom Erlös vom Verkauf des Kalenders geht als direkte Spende an Hofbutenland. Okay, super. Genau. Wir werden natürlich den Link zum Verkauf dieses Kalenders in den Shownotes verlinken. Du kannst dir da ganz, ganz einfach draufklicken, dann kommst du direkt zu der Webseite, und ich kann bestätigen, dass du da wirklich was Gutes tust. Wie kamst du zu dem Hof Butenland? Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze zu dem Hof erzählen und was die Eigentümer da antreibt. Ja, also wie gesagt, das war wirklich, eine Freundin hat mir den Flyer mitgebracht mit der Aussage, schau mal, Lena Kühe. Und das war halt ein Hofbutenland-Flyer. So bin ich zu dem Hof gekommen und eben habe mich über die Arbeit von Jan und Karin eben informiert. Jan und Karin haben vor, ich glaube, 14 Jahren sind es mittlerweile, beschlossen, dass sie aus der Tierhaltung aussteigen möchten. Der Jan hatte den Hof übernommen von seinem Vater, hat kurz dann direkt auf Bio umgestellt, war aber dann trotzdem immer noch nicht glücklich damit, weil bei Bio genauso den Kühen die Kälbchen direkt am Anfang weggenommen werden und er hat das ganze Leid nicht mehr ertragen. Und dann hat er gesagt, er will das nicht mehr, wollte alle Kühe eben zum Schlachter bringen und ich glaube, 12 Kühe haben nicht mehr auf dem Hof, auf den Transporter gepasst. Und dann zu den 12 hat er dann gesagt, hey, ihr dürft jetzt hier bleiben, ihr dürft hier jetzt leben. Und so entstand eben dieser Lebenshof, wo es jetzt mittlerweile auch Gänse, Pferde, Schweinchen und alles gibt. Leben Also die rein alle. von Spenden, oder Ja. die können wir Also eben es. auch noch unterstützen, wenn sich da jemand erkenntlich Genau. zeigen möchte? Genau, also Hofgutland, die leben, ist eine Stiftung und die leben rein von den Spenden. Und genau. Ist auch ziemlich bekannt auf Facebook und überall, aber ja, immer Hilfe gebraucht natürlich. Ja klar, also das verlinken wir auch in die Shownotes, das wollen wir definitiv unterstützen. So eine tolle Transformation von einem ganz normalen Bauernhof hin zum Bio-Bauernhof, und dann eben zu sagen, okay, ich bringe das nicht mehr über das Leib. Ich meine, so eine Kuh oder zwei Kühe, hast du ja gesagt, die bringen so im Laufe ihres Lebens über 140.000 Liter Milch. Das muss man sich ja eben auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was da eben produziert werden muss erstmal. Und also 140.000 Liter, das ist schon eine unglaubliche Menge, ne? Ja, das ist unglaublich. Und deswegen ist es auch überhaupt gar kein Wunder, dass diese Tiere nur noch an Mastitis, also Euterentzündungen, leiden. Und also es ist ja wirklich nur auf Hochleistung die ganze Zeit, Dauer, die Tiere. Deswegen sind die auch nach, ja, 5, 6 Jahren so ausgemerkelt, dass sie keinen Nutzen mehr haben für den Bauern und dann dementsprechend direkt auf der Schlachtbank landen. Jetzt kannst du ja sagen, beziehungsweise du sagst es ja auch, hinter jedem Schluck Milch, hinter jedem Bissen Fleisch und hinter jedem Stück Käse ist dann eben auch so eine leidvolle Geschichte. Also sagen wir mal bei den meisten. Es gibt ja tatsächlich, glaube ich, noch diese romantische Vorstellung, dass die Kuh draußen auf der Wiese Gras frisst und ihr ganzes Leben lang wirklich glücklich ist. Vielleicht gibt es das ja noch das eine oder andere Mal, allerdings sehr selten. Und wenn wir im konventionellen Supermarkt einkaufen, werden wir das wahrscheinlich nicht erleben anhand von dem Käse und Fleisch, den wir da kaufen.
Wenn jetzt jemand immer noch sagt, hey, ich tue mir immer noch schwer, weil dieser Genuss ist mir so wichtig und so weiter, hast du da zwei, drei Tipps, die du geben kannst und sagst, hey, gibt es einen adäquaten Ersatz oder kannst du da Menschen auch helfen? Es geht so, also ich bin wirklich Veganerin geworden, rein aus dem Tiergedanken heraus. Also nicht jetzt irgendwie gesundheitlich oder so, wobei ich auch merke, es geht mir wesentlich besser. Ich hatte immer Probleme mit Milchprodukten und so, und seit ich das weglasse, geht es mir viel besser. Und ich fühle mich auch einfach besser. Aber bei mir war es wirklich, ich war noch nie so die dann so voll in der Materie drin war und alles ganz viel ausprobiert hat und viel gekocht hat. Ich mache es ganz banal. Ich nutze viel Hefeflocken, wenn ich irgendwie Käseersatz oder sowas haben will. Und ansonsten koche ich wirklich so ganz einfache Sachen. Ich bin ein bisschen kochfaul auch. Aber es war wirklich für mich der Gedanke, einfach der Tiere wegen und nicht wegen mir. Deswegen bin ich so ein bisschen eine schlechte Tippgeberin. Ich kann viel über Trotzdem, Tiere erzählen, aber ja. du hast mir eine tolle Story erzählt, als du in Berlin in eine vegane WG kommen wolltest. Ich denke, dass du da unseren Zuhörern, glaube ich, auch nochmal das eine oder andere mitgeben kannst, wie es eben nicht gehen sollte, sich zu verhalten. Also vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Die Lena hat mich ja angeschrieben, um zu fragen, hey, gibt es da nicht irgendwas, wo wir unterstützen können, etc. Und da habe ich eben natürlich eben auch gleich gesagt, sehr, sehr gerne, du machst da so tolle Sachen und setzt dich da ein, ohne auch, sag ich mal, so einen Eigenwillen. Ich meine, du verdienst ja dann hauptsächlich Geld durch dein Kommunikationsdesign und machst es jetzt nicht aus Profitgier. Nein, Und überhaupt du nicht. hast dann eine tolle Geschichte mit der WG. Erzähl die doch mal. Ja, genau. Ich habe, als ich eben da spontan nach Berlin gekommen bin, habe ich halt nach einer WG gesucht. Und wie gesagt, ich bin mit einer Biologin als Mutter auch groß geworden und habe wirklich immer schon, ich wusste, dass Tiere also für das Fleisch auf dem Teller sterben mussten. Aber habe wirklich schon immer mein Geld für Essen ausgegeben, anstatt für irgendwelche Sachen, die ich eigentlich nicht brauche, sondern weil ich mir immer gedacht habe, das ist was ich mir direkt zuführe, was direkt in meinen Körper kommt, das muss dann auch was Gutes sein. Und genau, und dann hatte ich eben da eine WG gefunden, die war. Und ich war halt total interessiert, weil ich selber ja nicht so viel davon wusste und habe ihnen halt eine E-Mail geschrieben, so, ja, ich esse Fleisch, aber ich hätte auch kein Problem darauf zu verzichten oder es dann wirklich so zu machen, dass es keinen stört, aber wenn es eben jemand stört, dann würde ich es auch lassen. Und ja, letztendlich habe ich dann eine E-Mail von denen zurückbekommen, die wirklich mich als Leichenfresserin beschimpft haben und wirklich mich, ja, was war so eins der Worte, wo ich wirklich dachte, so Hilfe, warum? Ich bin total offen auf euch zugegangen, ich bin interessiert und ihr habt mich direkt so angefeindet und das war wirklich für mich wirklich ein Moment, wo ich so da saß, so, warum? Das verstehe ich nicht. Und das war für mich dann auch, als ich jetzt dann eben, weil ich dann kurz drauf, wirklich 6 Monate später Veganerin selber geworden bin, war für mich das so eine ausschlaggebende Erfahrung, wo ich gesagt habe, so werde ich nicht auf Leute zugehen, weil es hilft nichts. Ich habe es an mir selbst gemerkt. Ich war total verletzt und ich war sofort in der Abwehrhaltung. Ich habe mir so gedacht, okay, gut, mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben und das ja, interessiert mich dann auch nicht, was ja total falsch ist. Ja, tolle, tolle Geschichte und tolles Beispiel, wie es eben nicht funktioniert. Also dann einfach andersrum machen und zu sagen, hey, genauso offen wie du auf die Menschen zugegangen bist, dann eben auch offen zurückantworten. Und das versuchen wir natürlich hier auch mit unserem Podcast und im Blog bei den Vegan Athletes, auf Facebook, im Newsletter etc. Versuchen immer sehr, sehr offen zu sein. Und wenn du, lieber Zuhörer, Fragen hast, wie kann der Umstieg auf vegane Ernährung noch einfacher gestaltet sein? Was gibt es da zu beachten, auch gesundheitlich? Dann habe ich zwei Antworten an dich. Zum einen kannst du mir jederzeit schreiben unter christian@christian-schwenzel.com. Die E-Mail-Adresse findest du unter den Shownotes. Und wir haben zum zweiten die Vegan Athletes Lab.
Das ist eine Online-University gerade für Vegan und Vegan-Interessierte, die sich mit dem Thema vegane Fitness und ja, vegane Ernährung und Fitness auseinandersetzen und dort von den Besten der Besten lernen möchten. Das sind 21-tägige Videos und Videokurse und die kannst du zu den verschiedenen Themen buchen und kriegst dort alle deine Fragen definitiv beantwortet. Ja, liebe Lena, was gibt es noch, was wir dir quasi Gutes tun können? Oder gibt es noch irgendwas, was du gerne mitteilen möchtest? Was ich gerne mitteilen möchte. Ja, auf jeden Fall. Ja, Kühe sind toll. Definitiv. ja, also Was ich kann freue mich der über vielleicht? jeden. Vielleicht ganz kurz, was kann der Zuhörer von dem Kalender erwarten? Hast du da, du zeichnest dir auch selber, sind da deine Motive drin oder vielleicht gibst du einen Einblick? Genau, also zum Kalender noch. Also es ist wirklich alles, was da drin ist, Layout, Design, ist alles meins. Also habe alles ich gemacht. Genauso jede Zeichnung, die da drin ist. Das war für mich auch sowas. Also ich habe so meinen eigenen Stil dadurch entdeckt, eben mit diesen Zeichnungen, und habe mich dadurch dann auch noch mal länger mit den Tieren einfach beschäftigt. Und für den, ja, für Interessierte, es ist ein DIN A5-Format Kalender, eine Woche pro A4-Seite Übersicht, und jeden Monat wird einem eben in Zeichnungen und die Geschichte mit dazu von der jeweiligen Kuh vorgestellt, die eben alle auf Hofgutenland leben. Und genau, also das ist so Okay, das zum toll. Kalender. Ich werde auf jeden Fall mal eine Seite vom Kalender in die Shownotes packen, beziehungsweise auf unsere Shownotes-Page unter christian-schwenzel.com/podcast. Und wenn du, lieber Zuhörer, mal den tollen Hund erleben willst, den Lena hier in ihrem Zimmer hat und den sie nebenher ganz professionell komplett beschäftigt, dann schau auf jeden Zwei. Fall, schau auf jeden Fall das Video in YouTube, das binden wir ein auf die Shownotes-Page. Und da wirst du merken, dass Lena nicht nur ein Herz für Kühe hat, sondern eben auch für Hunde, Ja, genau. Die jetzt ne? gerade eben aufgewacht sind, die zwei. Ja, Sie zwölf hätten ja dann. auch einfach Ruhe geben können. Nein, 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 also das macht das Ganze doch ganz sympathisch und schön und authentisch vor allem, ne? Ja. Wenn du jetzt eine Kuh im Zimmer hättest, wäre es wahrscheinlich noch schwieriger gewesen. Ja, wobei überall Kühe immer zu finden sind in meiner Wohnung, in meinem Zimmer. Also von daher, es sind nie, nirgendwo keine Kühe. Liebe Lena, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, so professionell und so, ja, aus deinem Herzen heraus hier die Kühe zu vertreten. Und ich kann dich, lieber Zuhörer, nur aufrufen, schau in die Shownotes, hol dir einen dieser Kalender, tu was Gutes. Und natürlich verlinken wir auch den Butenlandhof. Und wenn du mehr wissen möchtest über Lena, ich glaube, facebook.de/itscowtime ist deine Adresse, richtig? Genau, auf jeden Fall. Und da gibt es auch immer wieder Neuigkeiten, wie zum Beispiel, dass es jetzt bald auch Notizbücher geben wird, die dann, wo dann auch pro Notizbuch 1 Euro nochmal an jeweils andere Höfe gespendet wird. Also weil jede Kuh, die ich eben zeichne, auf einem von solchen Höfen, Lebenshöfen lebt. Also ich freue mich über jeden Kuhinteressierten. Und außerdem darf ich auch verraten, es gibt auch dieses Jahr im Kalender Neuigkeiten, weil mir sind die Kühe ausgegangen. Also ich habe alle gezeichnet auf Hofgutenland. Ich habe mich jetzt an Schweinchen, Pferde und sogar einen Hund Ja, gewagt. super, okay. Also die Hunde hinten blühen richtig auf, die spielen hier richtig krass. Also ich kann dir, liebe Zuhörer, nur raten, das Video mal anzuschauen. Tolle Geschichte. Vielen lieben Dank, Lena. Vielen lieben Dank für dich, lieber Zuhörer, dass du auch uns heute wieder die Zeit geschenkt hast. Wenn du mehr erfahren möchtest, wie gesagt, facebook.de/itscowtime oder die Shownotes und unserer Vegan Athletes Facebook Community, die du jetzt gleich im Anschluss im Abspann noch hören wirst. Dankeschön, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Eure Lena und der Christian. Tschüss. Ciao.